Burgruine Staufeneck ist noch immer ein Magnet. Für Wanderer, aber vor allem auch für Tagungsgäste oder Feinschmecker, die sich im Sterne-Restaurant hier oben verwöhnen lassen wollen. Wo einst die Ritter das Land verteidigten, da ist auch heute noch ein bedeutender Ort für Saarlach. Mit dem Fünf-Sterne-Hotel und mit dem Gourmet-Restaurant des Sternekochs Rolf Straubinger. Jetzt haben wir den neuen Eingangsbereich. Der neue Eingang für unser Sterne-Restaurant ist dann hier. Zurück aus der großen, weiten Welt übernahm Rolf Straubinger die Regie im Restaurant seiner Eltern. Da war er 28 und revolutionär. Die Stammgäste riskierte er damals. Dann haben wir hier den Zander, schön glasig gebraten. Ja, also, dass er auf jeden Fall innen schön saftig ist, dass das Eiweiß nicht übergart ist. Gut bürgerlich war gut, aber er wollte mehr. Auge isst natürlich auch mal ein bisschen mit. Tun wir noch ein bisschen angarnieren. So, und dann jetzt auch ein bisschen wieder Pendant in die schwäbische Küche. Also Zwiebelrostbraten. Zwiebel spielen ja bei uns auch eine große Rolle. Apropos Röstzwiebel und Rostbraten, den hatten Ihre Eltern ja noch auf der Karte. Sie haben den irgendwann gestrichen. Ja, ich habe mich am Anfang mit dem schwäbischen Klassiker hier echt durchgequält. Ich ging ja vom Rehbraten und Zigeunerrostbraten und Oma Werners Rahmschnitzel direkt in eine Karre über, dass wir ein Jahr später einen Stern bekommen haben. Also das war ja schon was abruptartig, der Wechsel damals. Mhm. Ja. Aber sein Plan ging auf. Wo heute die Gourmets speisen, hatte die Oma des Sternekochs einen Kiosk auf Staufeneck. Das war bereits in den 20er Jahren, als der Bergfried für Wanderer wieder geöffnet wurde. Also das Original-Kioskfenster, das ist immer noch da. Hat natürlich jetzt neudeutsch ein Facelifting bekommen. Ein Facelifting. Also das war das Original-Kioskfenster, ja, wo man dann halt hier über den Tresen sozusagen dann diese Produkte verkauft hat. Am Anfang nur den Sprudel oder die Getränke. Und dann war hier auf dem Burghof dann, wenn schönes Wetter war, hat man hier halt ein paar Bierschrannen aufgestellt und den ganzen Wanderer. Und damals wurden so ein bisschen versorgt. Erstes Taschengeld kam dann zu, dass wir dann meistens am Wochenende, Samstag, Sonntag, haben mich dann immer einen Turmaufstieg gestellt und dann hat es damals 10 oder 20 Pfennig gekostet, damit man auf den Turm hoch durfte. Die ganze Familie hat hier oben in der Burganlage auch gewohnt. Sind Sie auch da geboren? Ja, also hier im Amsel-Schotthaus, das ganze rechte Fenster oben, das war mein Jugendzimmer damals. Interessanterweise war der Burg ein Wirtschaftshof vorgelagert, gleich unten. Die meisten Gebäude stehen heute noch. Und die Familie nutzt sie als Veranstaltungsort oder auch als Lagerplatz. Inzwischen ist die komplette Anlage im Privatbesitz der Familie, erzählt der Schwager des Sternekochs Klaus Schur, der für die Verwaltung und das Hotel zuständig ist. Staufeneck ist ja nun sehr renommiert. Jo. Da waren doch sicherlich auch schon prominente Gäste da, oder? Ja, jede Menge prominente Gäste. Also tolle Fußballmannschaften, tolle sonstige Sportler, Komödianten. Und es waren viele tolle Gäste. Mhm. Unser ehemaliger Bundespräsident Köhler hat in seinem Schotthaus für 3 Nächte genächtigt. Eine Frau, Iris Borben, fühlt sich wohl auf der Burg. Die Nena, selbst Bushido, hatte unser Haus schon besucht. Es gibt viele tolle, prominente Gäste. Burg Staufeneck ist nicht nur im Vilstal konkurrenzlos, sondern auch eine der Top-Adressen in ganz Deutschland.